Ich war nämlich auf der Karte noch nie. Ich bin da eben schnell reingegangen und habe erstmal schnell mir ein paar Punkte geholt, weil ich nicht mehr weiß, wo du überhaupt bist. Achso, damit du es zuordnen kannst. Ja, da gibt es bestimmt auch irgendwelche schlauen Internetseiten, wo man es nachsehen kann. Aber mir war so, als wenn wir in dem großen Berg drin waren. Kann das sein? Berg, Berg. Also ich weiß, das letzte, was wir gemacht haben, war. Also in dem Berg waren wir anscheinend schon, weil da habe ich einen Besuch des Vista. Das habe ich mir schon angesehen. Oh, Ich bin cool. jetzt hier gerade bei Stahlbrachen oder wie auch immer sich das dann auf Deutsch schimpft. Warte mal. Da war ich gar Nein! Was mache ich? Sorry, diesmal war ich's, glaube ich. Nee, oder? Warte mal. Nee, das kann nicht sein. Warte mal, ich pull mir nochmal aus, eventuell bist du gleich weg. Nee, alles gut. Sehr merkwürdig. Ja, ich bin bei Stahlbrachen gerade. So, ich bin jetzt Stahlbrach. Nee, da war ich noch nicht. Also ich war. Es ist quasi links von diesem Dostoevs Sky Peak. Nee, da unten war ich noch nicht. Bin jetzt, wie gesagt, gerade oben. Ich weiß auch nicht mehr so richtig. Also wir sind, glaube ich, mit einem Grund hierher gegangen, würde ich halt mal sagen. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass der Grund war, dass hier mein Hauptquest irgendwie weiterging. Aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, wo kann man sein Hauptquest nochmal ansehen? Es ist halt genau dasselbe Problem wie jedes Mal. Ich habe Guild Wars schon wieder so lange nicht mehr gespielt, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, was überhaupt los ist. Aber warte mal, Okay. hier steht was. Der Nee. zeigt dir da oben an, oben rechts, wo dein Quest weitergeht, sozusagen. Aber kann das sein, dass ich erst Level 60 sein muss, damit es weitergeht? Würde das Sinn machen? Weil hier steht, Ja, This ja. episode will become playable at Level 60. Ja. Ah ja, gut. Na dann Die wird es Möglichkeit. wohl heißen, dass wir jetzt erstmal hier doch diese Gegend ein bisschen erkunden müssen. Nein, Würde ich fast behaupten. denn wie war das jetzt mit Einladen? Wie hieß du? Na, warte mal, ich habe dich in meiner Liste. Ja. Sehr, sehr kreativer Name auf jeden Fall. Warte mal. Jaron von Korkeiche. Deine Namen fangen immer irgendwas mit Ja an, ne? Genau. Na, außer Kiebecke. Da bin ich, Kiebecke. ja, den muss ich Das. irgendwann nochmal umbenennen. Ah, stimmt. Na, das war der, der sich so ein bisschen anhört wie so ein berühmtes Möbelversandhaus, ne? Genau. Gut, ich habe jetzt zum Beispiel hier, also zum einen wäre es ja vielleicht auch ganz gut, so nebenbei so ein bisschen diese Standard-Quests zu machen, die Daily-Quests, ne? Ach, da bist du. Wie komme ich jetzt hin? Achso, ich brauche nur auf deinen Namen zu tippen, ne? Ne, das ist Diablo 3. Das wäre ein anderes Spiel. Ich kann nicht zu dir hinspringen. Ne, nicht, dass ich wüsste. Du kannst gucken, wo ich bin auf der Karte. Und Ja, dann zeig. kannst du da irgendwie in der Nähe einen Portpunkt raussuchen und da dein Da kostbares Geld ausgeben, um da hinzureisen. hab ich ja noch Boah, keinen. das ist übelst voll hier. Sind ja Menschen und so. Ja, Ja, ja. verrückt. Also das Spiel ist tot. Nee, Alles Paul. tote Spiele. Seitdem sie das umgestellt haben, ist das alles wieder schön bevölkert. Und wie gesagt, wenn es zu leer wird, wird dir angeboten zu wechseln. Und dann kommst du auf eine Karte, die voller halt ist. Okay. This is Ist a ja bad eigentlich time ganz to be cool. traveling. Ja, Kann schon und. mal irgendwie Schrott verkaufen. Sell junk. Naja, immerhin etwas. Ja, weil wir waren nämlich, glaube ich, hier oben irgendwo bei diesem Wormblood Lake. Haben da den Schmarrn gemacht mit dem Hauptquest und jetzt ist halt hier noch einiges so frei. Also zum Beispiel fehlen mir hier noch 11, nee, warte mal, Quatsch, 5 Tasks, wo ich bei einem aber schon gerade bin, den ich vermutlich auch gleich fertig machen kann. Dann noch 6 Waypoints, einige Point of Interest, 2 Skill Challenges und 3 Vistas. Okay. Das hat auch noch einiges unaufgedeckt, würde ich sagen, hier drüben. Da wird man sicherlich noch was finden können. Ich glaube, alle Vistas, die ich auch so auf der Karte gesehen habe, irgendwie entdeckt habe, die haben wir auch gemacht. Aber warum laufe ich jetzt hier oben lang? Das war ja Schwachsinn. Aber in diesem Berg waren wir da schon drin. Ich habe mir noch hier so clevere Maus-Shortcuts gelegt. Oh, ich muss mal kurz mal eben beleben hier. Wenn ich selber ob sehe dabei. So ein netter bist du. Ja, oh doch, in der Höhle waren wir, glaube ich, da kann ich mich Ah, noch der erinnern, ist da schon. haben wir, glaube Der ist ich. schon. Oder? Ne, waren wir hier drin? So, ich komme jetzt zu dir.
Okay, sehr gut. Eventuell brauche ich deine Hilfe, weil ich renne gerade in eine Höhle rein und ich schätze mal, ich kriege hier gleich richtig aufs Maul. Oh, 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 hier kommt schon der erste Runde. Jetzt habe ich dich aus dem Auge verloren, ey. Okay. Ja, weil ich gerade in so einer Höhle drin bin, vielleicht liegt es daran. Warte mal. Oh, ich bin sogar schon einmal gedodged. Das ist doch diese Sache, die mir sonst nie gelingt. Ach, da bist du. Nein, so ein Berg drin. Und hier sieht es auch ziemlich fancy aus. Das Eis glüht irgendwie. Ach, du bist unten drunter. Glaube ich, das ist die... Problem ist, ich komme... jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich da rinkomme. In dem Berg. Steht zwar neben dir sozusagen, aber außerhalb vom Berg. Mal gucken, ob ich es schaffe, da reinzukommen. Das ist nichts. Also, es war jetzt einfach nur südlich vom Berg ist der Eingang fertig. Ja, ich sehe schon. Ah ja, du kommst ja gerade drauf. Der leuchtet ganz hell. Genau. Dann kannst du einfach reinspazieren und ich bin da halt mitten hinten am Ende irgendwie bei so einem Typen. Und ich krieg meinen Dodge Quest plötzlich sogar hin. Das hat früher nie. Oh Gott, jetzt kommt noch ein zweiter dazu. Jetzt wird's lustig. So, ich muss das erstmal ein bisschen wegmachen. Oh krass, die haben ja übelst geile Attacken hier. Den ersten habe ich schon. Oh fuck, der zweite ist ein Veteran. Ah, da kommst du schon. Und du bringst irgendwie die ganze Armada mit. Na geil. Ja, ist das jetzt? Machen wir jetzt mal den Veteran fertig. Mal gucken, ob wir das schaffen. Oh, ich hinten angehören. Alter, was hast du für eine geile Attacke? Ist das ein Magier? Ja. Fancy. Ich versuche irgendwie so ein bisschen zu dodge. Oh Gott, wir haben ja echt wirklich die ganze Armada angezogen. Ja, so, der erste ist weg. Jetzt kommt der nächste. So, Peng, kriegen wir gleich fertig. Okay. Der hat irgendwas mit mir gemacht. Ich weiß nicht, was das ist. Eine, du bist eingefroren. Okay, kann ich dann mich irgendwie rausbefreien? Kommst du leer raus oder sowas? Schon erledigt. Ein bisschen Glühwein trinken. Ich hab hier eine Pflanze hingestellt, die ich heilt. Trash Collector, das ist halt, macht jetzt. Okay. Ah, okay. Kann ich mit der interagieren? Nee. Hast du die Truhe schon aufgemacht? Ah, hier ist eine Truhe. Naja, Paul, wer weiß da, wenn ein Veteran ist. Ah, dann steht immer so ein Ding in der Nähe, oder was? Nee. Nicht immer, aber in den meisten, also in vielen Fällen so. Okay, ich glaube, da war jetzt was drin, aber das kann ich eh nicht anziehen. Gut, machen wir hier mal frei, Kollege. Kommt jetzt gleich aus der Decke gesprungen. Den kann ich irgendwie nicht angreifen, Gott. War leck. Easy peasy. Aber davon müsste ich halt noch so ein paar erwischen und dann kriege ich nämlich dieses Herz hier voll. Ja, ich muss das ja auch noch voll machen. Ach, das geht, glaube ich, auf dem Weg nach draußen, da müssen wir uns jetzt gar nicht großartig anstrengen. Naja, gut, du bist ja ein bisschen weiter schon. Ja, meins ist gleich voll, aber nehmen wir halt noch so ein paar Dinger mit für dich hier. Ja. Flammenkugeln. Auf geht's. Wow, ups, jetzt ist irgendwie gerade hier so ein bisschen Feuer von der Decke gefallen. War das was du vermutlich? Das war ich. Das wäre auch ein bisschen komisch in der Eishöhle, wenn es plötzlich Feuer regnen würde. Ich hab das Herz jetzt voll und jetzt blinkt es bei mir hier rum. Heißt. Den kannst du nehmen zum Aufmachen. Da gibt es Silber und Lahm. Ah ja, okay, alles klar. Das heißt, man muss jetzt nicht mehr zu denen zurück. Ah ne, das musste man noch nie eigentlich. Das musste man noch nie. Das haben sie nur ein bisschen optisch aufgehört. Dass man auch eine Belohnung hat, eine optische, dass man weiß, okay, alles ist gut. Lass uns mal weiter hier ein bisschen schlachten. Ich wäre dafür, dass wir jetzt hier irgendwie so 10 auf einmal einsammeln, damit es ein bisschen spannender wird. Die kleinen sind ja auch süß. Hast du deinen Dodge schon voll? Nö, aber so langsam. Also es gibt halt irgendwie welche, die man irgendwie einfacher dodgen kann als andere. Richtig. Das ist ein riesiger Kreis, der ist von dir, ja. Nee. Das war was Schlechtes. Der war was Schlechtes. Okay, aber der war so riesig, den konnte man ja gar nicht ausdodgen. Nee, da kannst du normal rauslaufen. Die dauern. Okay. Ja, so eine gewisse Verzögerung. Ich muss nämlich den Punkt hier oben noch schnell holen. Ich find's geil, wie so ein Pinguin läuft, wenn er eingefroren ist. So. Ich weiß halt nur gerade nicht so richtig, wo finde ich eigentlich. Kannst du dein Zeug verkaufen hier oben? Oder hast du schon gemacht?
Ich hatte vorhin mal so einen Junk verkauft, aber ich meine, wenn ich hier mein Inventar so ansehe, ich meine, wie gesagt, schon ewig und 3 Jahre nicht gespielt, aber das sieht mir alles aus wie Junk und vor allen Dingen ist mein Inventar auch schon fast voll. Na, dann räum mal ein bisschen auf da drinne. Ja, wie? Naja, also, du kannst. Wie kann ich jetzt beurteilen, was gut ist und was nicht gut ist? Du holst ja erstmal wieder. Du musst auch 10 Wiederverwertung heute machen. Vermutlich. Ja. Das heißt, ich schmeiß jetzt irgendeinen Dreck weg. Nee, also beziehungsweise wiederverwertest. Genau. Und damit kriegst du gleich für deine 10 Wiederverwertungspunkte und machst gleichzeitig dein Dings leer. Und blaue und grüne Sachen kriegst du. Wie heißt das? Oh. Was ist, was war das nochmal? Du hast gesagt immer das weiße Zeug verkaufen und blau und grün wiederverwerten, gell? Ja. Eigentlich kannst du alle wiederverwerten, je nachdem, wovon du hast, aber. Ja, gut, dann machen wir das mal so. Das grün-blau ist halt Karma. Besser. Genau, da kriegst du. Karma. Oh, ich habe auch gelbe Dinge, fällt mir gerade auf. Na, gelbe verwertest du nicht. Okay. Also erstmal noch nicht, da musst du nämlich ein anderes Wiederverwertungsding nehmen. Okay. Ein höher Wert hier, damit du auch die ganzen edlen Stoffe rauskriegst. So, ich bin auch voll. Okay. Ich habe übrigens viele gelbe Dinge, fällt mir gerade auf. Ich weiß noch nicht, ob ich das nutzen kann. Ich wusste nicht mal, dass es gelbe Dinge gibt bisher. Hä, das gibt Orange noch. Das sind die besten. Das sind die exotischen. Okay. Ich habe übelst viel Zeug, also. So, und kaufen, warte mal. Das nennt sich. Ach, der hatte ja kein Judit. Da musst du noch warten, dann hebt das Gelbe noch auf. Du holst jetzt ein einfaches Wiederverwertungskit, kostet 88 Eumels. Ja, das müsste ich mir gleich noch machen, weil das habe ich nämlich gerade schon verbraucht. Verbraucht, genau so ist es. Ich muss auch erstmal schauen, wie viel ich überhaupt an Geschichten habe hier, die ich auch vielleicht sogar mal anziehen kann. Ne? Aber ich habe hier Drop of Liquid Karma, das kann ich auf jeden Fall sofort trinken. Ne? Ja, das kannst du sofort. 600 Karma getrunken. So funktioniert das nämlich im echten Leben. Einfach Karma trinken, wenn man was Schlechtes gemacht hat. Okay. Dinge. Zum Beispiel ein Juwel. Was kann ich damit machen? Ah, das kann ich an irgendwas anbringen. Okay. Juwelen, Paul, auf der, wo der Zahnrad ist, das sind die Optionen. Da kannst du raufdrücken. Mhm. Da steht alle Materialien lagern. Und da drückst du einfach auf und geht automatisch alles in dein Lager rein. Hä? Nee, das ist ein Juwel, also Gilded Carnelian Jewel, das hat dann irgendwas und das kann ich an irgendwas zusätzlich anbringen, anscheinend. Wenn ich das richtig verstanden habe. Man merkt, du hast wirklich, Ja, das sind auch dieselben Fragen, die ich jedes Mal stelle, wenn wir neu anfangen oder wieder anfangen. Ja, naja, ist zwangsläufig. Das vergisst man halt. Aber ich habe halt echt super viele von diesen gelben Sachen, wo ich aber immer der Meinung bin, dass es komplett sinnbefreit ist. The spirits of the wild welcome you. Mm-hmm. Ja, wie gesagt, die gelben Sachen muss dann mit einem höher Wert dir ein Wiederverwertungskit machen, damit du halt die Materialien rauskriegst. Das nennt sich Meister-Wiederverwertungskit. Aber hier ist eine Waffe zum Beispiel, die gefällt mir. Also ich weiß nicht, ob die wirklich gut ist. Weil es auch eine zweihändische Waffe ist, denke ich. Ja, da unten steht's. Aber, na gut, ich heb die jetzt erstmal auf, weil du gesagt hast, sollte ich aufheben. Was mache ich mit Dwarven Keys? Event-Item, bla bla bla, kann man bestimmt wegschmeißen. Was anderes, wie groß sind denn deine Taschen, Paul? 15er. 15er hast du, ja? Mhm. Wie viel Slot? Hast du irgendeinen Slot noch frei? Nee. Hast du alles 15er? Der letzte Slot, den muss ich aber irgendwie mit Gems kaufen, steht da. Ah, shit. Aber die Rest hast du halt mit 15er voll, ja? Ja. Ich hab noch ein Seal of the Shaman. Ah ja, okay, da kann man auch, das kann man auch irgendwie auf irgendwas applyen. Weil ich hab auch nur, ich hab nämlich nur eine 15er Kiste, die könnte ich dir geben. Oh, ich hab ein Dye. Willst du Heliotrope Dye haben? Das ist so lila, glaube ich. Wegen Farben müssen wir dann mal tauschen. Ah, okay. Ich weiß, das hatte ich wohl anscheinend schon. Ja, ich habe auch ganz viele Farben, die ich doppelt habe. Jetzt geht's hier los mit dem Gewitter. Schneesturm. Ich weiß nämlich nicht, ob ich. Du bist 56. Guck mal, ob ich irgendwas zu essen für dich habe, aber. Das sieht aber zum Beispiel geil aus. Nee.
Was mache ich mit Ugly Wool Hats? Mit Wollhüten? Ach so. Das war. Das müsste bald zum Winterfestival wieder zum Sammeln sein. Ah ja, okay, alles klar. Das heißt, ich habe quasi irgendwas verpasst. Also Basic Salvage Kit kaufe ich mir einfach für 88, sonst... Genau. Stärke gibt's hier nicht. Da musst du warten, bis wir in eine andere Gegend kommen. Oh, ich habe mir gleich mal zwei davon geholt. Wir müssen das Event hier mitmachen, glaube ich, damit du deine 5 Events heute vollkriegst. Können wir schon anfangen? Okay, da müsste ich aber vermutlich in der Nähe stehen, sonst bringt mir das irgendwie gar nichts, nehme ich mal an. Na, zumindest musst du eben mal antippen. Ich weiß nicht, ob das reicht. Wenn ich das antippe, kann ich dir nicht sagen. Aber wenn du eben mal mit dir gemacht hast, immer den angeschossen hast, dir, dann reicht das schon. Ja, ich habe jetzt erstmal hier diesen ganzen Kram verkauft. So, blub. So, gut, gut, gut. Das reicht, glaube ich, jetzt erstmal. Ja, Hauptsache, du hast wieder Platz in deinem Inventar. Ist nicht massig, aber wird schon lang. Du musstet halt zwischenlagern in der Bank, denn. Aber du hast kein Dings, wo wie einen Bankmanager rufen kannst, ne? Essence of Luck, was mache ich damit? Na, du musst mal gucken, was das macht. Account bound, consumable. Meistens hast du nämlich XP auch dafür. Oder kriegst du dafür. Ich habe jetzt einfach Luck jetzt gibt's Magic Find. Ich weiß nicht, ob das dauerhaft ist oder wie das funktioniert. Na, zeitlich begrenzt ist das meistens. Oh shit, jetzt habe ich zweimal hintereinander genommen, das war vermutlich dämlich. Das war dämlich, weil eins immer nur geht. Großartig. Gut. Okay, das reicht mir jetzt erstmal hier mit Verkaufen und bla. 16 Toughness. Kann man auch verkaufen, egal. Gut, weiter geht's. Du bist da drüben. Hier, komm zu mir. Gesagt, getan. Schieß ein paar Dinger an hier, damit das Event für dich zählt. Ich fange mal mit diesem Rehkitz an. Nee, Rehkitz. Es sind hier viele Menschen. Kein Rehkitz. Was muss man eigentlich machen? Irgendwelche Schüler würde ich blitzen. Ja, genau, die Lehrten hier. Also der fette Sack sieht aus, als wenn er es sehr beflitzen kann. Aber hier drüben sind noch welche. Ah, schon wieder wiederbelebt, ja. Wir müssen hinten in die Ecke hin. Genau, wo du hinläufst, da kommen gleich noch mehr Gegner, musst du aufpassen. Ah, okay. Da ist nämlich das Ziel sozusagen. So, da haben wir gleichzeitig. Oh, wir sind einige. Ah ja, weil viele Leute mitmachen, das ist doch das Schöne immer. Ah, das skaliert ja alles, stimmt. Ja. Geiler Weg. Sonst ist das ja so langweilig. Wie viele sind jetzt echte Menschen? Okay, ein paar, aber der hat einfach nur 100.000 Menschen mit dabei. Ja, die sind zu viert. Und die anderen sind alle Mitstreiter. So. Jetzt machen sie das Ritual und jetzt kommen die ganzen Gegner. Mal gucken, ob die irgendwo rauskommen. Das heißt, wir können jetzt erstmal chillen. Nee. Du musst die jetzt verteidigen, jetzt machen sie erst das Ritual. Ja, das lockt natürlich dann wieder irgendwelche Viecher an, ist ja klar, du bist immer so bei jedem bösen Ritual. Okay. Aber wie gesagt, das ist halt keine Gegner, halt nur Spielkram. Ja, ich würde, das muss auf jeden Fall schwieriger werden, sonst schlafe ich hier ein. Ich fand das schon vorhin ganz gut, als wir uns da um 20 auf einmal angelockt haben. Oh, jetzt kommen hier irgendwelche Dinge aus der Luft geflogen. Das ist schon mal cool. Jetzt kommen die nächsten. Jetzt kannst du schön dodgen, Paul. Wenn so viele auf einmal sind, dann kann ich immer nicht sehen, wo ich bin und was ich tue. Jetzt kommt der Veteran. Okay, wo ist der? Ah, musst du kurz warten, bis er... Dun, 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 dun.
Jetzt. Das ist gut, hast du nämlich zwei Events mit einem Mal, ey. Er zählt auch gleich als einziges Event. Ja, klar. Ah, okay. Echt cool, das liebe ich so weit. Schöne hintereinander weg. Bob, 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 hast du deine Fünfe voll heute. Hm? Und der war auch super easy. Ja, ich bin aufgestiegen. Da gab's was für ein Crafting Bag. Safe for later. Passt. Hm. So, muss sagen, oder wo wir hin wollen. Na, ich würde jetzt die weiteren Sachen machen, die hier so anstehen. Also quasi hier unten ein Waypoint, da ist noch ein Skillpoint, sehe ich, also nach Süden einfach erstmal. Okay. Drüben passieren zwar noch Dinge. Na, wie gesagt, die da drin, die sind immer. Die sind nicht so einfach. Die Schaufler sind ziemlich schwer. Finde ich jedenfalls. Okay. Wo wir noch hingehen können? In der Höhle warst du hier schon drin? Welche? Hier drüben die? Links oder was? Ja. Komm. In diesem großen Berg war ich schon mal irgendwann drin. Hier warst du schon drin? Warte mal. Ach nee, da. Nee, irgendwie hatte ich gerade ein bisschen Leck. Komm, das ist ein Champion. Wo kann ich meinen Ping anzeigen lassen oder sehen? Keine Ahnung. Also man konnte ihn irgendwo sehen. Ja, ist der Champion oben? Ich glaube, der steht da drüber. Aber das scheint irgendwie ein Geheimgang zu sein hier. Ja, ja, deswegen. Wo geht's da hin? Da geht's vielleicht dahin, wo der Skillpunkt ist. Dann lass das mir noch folgen. Also, ich war so ein bisschen interessiert. What? Ja, hier ist ein Skillpunkt. Das wird jetzt auch hier alles angezeigt. Ach, das ist hier Teil von diesem Rattenlager, ne? Nee. Diese Rattenstadt. Nee. Nicht? Nee, nee. Aber ich war schon mal in so einer Rattenstadt. Ja, ja, warst du. Aber hier war ich noch nie. Stimmt, hast recht. Wir haben scheinbar mehrere Städte. Richtig. Die ist winzig im Vergleich. In der anderen, wo ich war, die war riesig. So, machen wir einen Skillpunkt. Ja, sure. Ah, okay, da muss man hier nur so einen Gerslo angreifen. Auf geht's. Easy peasy. Oh, ich hab meinen Dodger jetzt fast voll. Nur, dass ich gar nicht ausweichen kann. Ist das von dir? Oder ist das von dir? Ja, ist von mir. Ey, der ist aber doch gar nicht mal so schwach, ne? Nee, sag er dir. Der ist nicht ohne. Was macht das hier immer? Das blindet ihn, okay. Ich mach mal so eine Feuerwand, dann kannst du das durchschießen, dann kriegen wir irgendwie doppelt und dreifach alles kombiniert. Ich muss erstmal was hinstellen, sonst bin ich gleich platt. Ich kann auch irgendwas machen mit Heilen, warte. Dann kann man schon Dings hingestellt jetzt. Hier, das heilt uns jetzt. Hast du das alles noch weiß? Whoopsie Daisy. Okay. So kann man auch ausweichen. Und das hat gezählt. Wunderbar. Juhu, ich hab mein monatliches fertig. Oh Gott. Monatlich, da will ich noch gar nicht dran denken. Ich habe jetzt den Waypoint gekriegt. Den Skill Challenge. Jetzt fehlt halt noch drei Vistas und eine Skill Challenge und ein Haufen Waypoints. Na, ich habe 20 Marken, 6000 Karma, 10 Lorbeeren, 50 Silber. Also von der Sache kann ich nur empfehlen, das monatlich zu machen, wenn du mal wieder regelmäßig mal irgendwie regelmäßig Power Level. Wenn ich mal irgendwie zwei Wochen lang nichts zu tun habe und meine, ich muss die ganze Zeit Guild Wars spielen. Nee, das nicht. Das ich geht nicht, was das Zeit im. Oh Gott, das würde doch ein bisschen größer hier, die Insel, die Höhle. Die Höhle. Ja. Oh, cool, eine Treppe. Ich weiß nur nicht, welchen Weg wir jetzt gehen müssen. Ich laufe dem jetzt einfach mal hinterher. Also, wo es einen Eingang gibt, gibt es auch wieder einen Ausgang. Wäre ich mal glatt dafür. Oh, geil! Hier, sammeln musst du auch noch, Paul. Vergiss es. Unexplored Area, warte mal, hier kommt hier unten kommt irgendwie ein Geheimgang anscheinend. Nee. Sondern? Naja, geh mal weiter. Ich kann aber nicht. Deswegen ist eine Sackgasse. Hä? Aber hier steht Unexplored Map Sector. Und da ist so ein Fragezeichen dran. Da muss doch irgendwas gehen. Kann ich das Eis vielleicht schmelzen oder irgendwas? Feuer? Nee, passiert nichts. Aber irgendwie muss doch da was gehen. Da geht nichts. Aber warum ist es denn hier so lustig markiert? Ah, warte mal, hier geht's weiter. Nee. Ey, warum zeigt er mir das dann die ganze Zeit an?
Hier geht's doch hoch. Hier geht's hoch, aber nicht, jetzt geht's nicht weiter. Nee. Für mich so ein bisschen wie, weißt du noch, damals, als wir die erste 3DFX-Beschleunigerkarte hatten und wieso? Tomb Raider gespielt haben und dann war diese Bärengrube am Anfang. Ja. Und ich hatte übelst Schiss und ich habe mich so davor gestellt und so geguckt, so aufgestanden, runtergeguckt. So habe ich mich gerade auch gefühlt, als ich versucht habe, da irgendwie hochzugucken, diesen Schlund. Nee, hier gibt es nur einen Eingang und einen Ausgang. Das ist hier so. Na, das ist schlechte Höhlenbauerei hier von den Ratten. Ja, ja. Stell dir mal vor, da kommt oben einer und will die ausräuchern. Und ist Feierabend. Gut, also selben Ausgang. Cool, wieder reingerannt. Ja, dann weiter nach Süden. Nee, hier. Quatsch, da vorne ist ja schon das. Ah, nee, es gibt doch einen anderen Ausgang. Na, richtig. Passt doch. Nee, gibt doch keinen. Sag ich doch, Dipke. Jedes Mal falle ich darauf rein. Ah, warte mal, aber hier habe ich jetzt irgendwie was discovered, von daher. Aber guck mal, das sieht doch hier so ein bisschen so aus, als ob die das hier sprengen wollen. Ja, ja, aber wie gesagt, du kommst da nicht weiter. Du musst wirklich den ganzen Weg zurückgehen. Vor allen Dingen, eigentlich findet man den Eingang auch ziemlich schwer. Weil das heißt schwer. Das ist Quatsch, aber. Ist halt echt cool gemacht. Mit ihrem ganzen Dreck, den die sich hier aufsammeln? Ja. Auf jeden Fall. Champion Eiswurm, man, die kämpfen immer noch. Komm, wenn wir uns beeilen, nehmen wir den noch mit. Der muss hier noch vom Eingang sein. Oh. Ja. Nee, cool. über uns ist der. Das ist, glaube ich, der im. Hä? Der ist hinter uns. Alter, guck mal! Ja. Der ist hier gerade drüber gesprungen. Der war was ist der geil? Der war eben hier drin. Ist ja mega, dass die das auch so programmiert haben, ist ja cool. Okay, jetzt kann man angreifen. Ups, pass auf die anderen auf. Okay, ich versuche den mal auszuweichen, geh nur auf den Haupttypen. Oh, Champion sogar. Ja, deswegen ja. Okay, ich hoffe, das reicht noch, was wir jetzt hier beitragen. Ja, das reicht. Ist das Silber, sind neue Worn. Ja, bei mir hat eine Bronze gereicht, aber ist mir auch egal. Kommt doch selber raus, Paul, ist nicht schlimm. Muss mal gucken, hat bestimmt was Schönes. Hauptsache Event gemacht. Ich nehme mir einen Lightning Hammer. Mann! Will den Lightning Hammer. Auf geht's. Was mach ich damit? Da Lightning Leap. Ich werde nur unterbrochen hier die ganze Zeit. Ja, du musst aufpassen auf die ollen Dinger. Aber bei denen kann man schön dodgen. Das sind meine Dodge-Tiere eigentlich. Okay. Dodge-Tiere. Ja, echt? Weil man genau schön in Ruhe gucken kann. Und dann kannst du dodgen. Tschup. Lightning Storm. Boah, geil. Dieser Lightning Hammer ist ja echt ziemlich cool. Du warst aber voll gesprungen. Was mach ich damit? Static Field. Oh, geil. Der ist aber bald weg, Paul. Habt ihr einen Timer? Ja. Ah ja, 20 Sekunden, alles klar. Trotzdem, cooles Teil. Gut. Das wollten wir aber auch gar nicht machen. Das sollte hier unten weitergehen. So, nach Süden. Ach, da ist ein Dingspunkt, den wollen wir uns noch holen. Wo ist denn der? Da drüben irgendwo, genau. Warte, wenn du, die muss ich noch mitnehmen. Die hast du irgendwie Variety oder was? Die fehlen mir noch in meiner Sammlung? Meiner Sammlung, ja. Du musst ja cool, wenn man sich solche Schädel dann irgendwie im Haus hinhängen könnte. Das wäre noch cooler. Nee, du musst 1000 Dinger machen, damit du deine Achievements vollkriegst. Okay. Und mir fehlen noch 200 oder. Auch noch ein paar Kills, dann habe ich Daily Kills voll, Daily Dodger und Daily Van. Also das ist easy alles, das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Ja, ja, das ist, heute ist nicht schlimm. Pursuit of Knowledge. Aber kann es sein, dass wir hier aus der Gegend rauskommen? Nee, noch nicht. Noch lange nicht. Ist eine sehr große Karte. Und hier hinten kommt noch ein beschissen schweres Sprungrätsel. Hast du schon gemacht, oder was? Ja, ja. Okay, muss man das machen? Wir können es probieren, aber es wird vermutlich peinlich. Also, das letzte Mal, wo ich es gemacht habe, habe ich es im ersten Anlauf geschafft. Bin ich nur zweimal abgestürzt. Oh, guck mal, hier geht's in eine Höhle rein. Ja, kommen wir wieder in den Berg drin. Ah, in dem waren wir aber schon.
Nee, in dem waren wir aber noch nicht. Warte mal. Nee, die Frage, was man zuerst macht. Erstmal hier draußen rumtrollen? Nein, dann lass. Dann, hier sind nämlich Trolle hier. Welcher für Trollen, Trolle? Oh Gott, ich hab zwei. Oh, das sind drei, perfekt. Endlich mal eine Challenge. Hm? Die kannst du aber schön ausweichen, weil die langsam sind. Ja, ich merke schon. Wenn mir nicht. Wir müssen so und so hier runter. Hier kann man auch wieder Zeug einsammeln. Hast du schon dein Sammel voll heute? Nee, noch nicht. Da habe ich irgendwie noch nicht allzu viel gemacht. Oh, dann kannst du gleich hier sammeln. Schön eingefroren. Wählst du eigentlich mit Absicht dann immer Frostsprüche aus, oder? Nee, das macht er. Ich hab Feuer jetzt eingestellt. Ah, okay, alles klar. Wie ist es, du wechselst manuell quasi die Richtung? Welche Richtung? Ja, ja. So, jetzt hab ich Kills voll. Ich hab dann das heißt, nur ein... jetzt sind wir Pazifisten? Ich hab nur einen Waffensatz, Paul. Ich kann nur meine Einstimmung wechseln. Von Feuer, Wasser, Luft und Erde. Oh, hier ist ein Veteran. Den können wir noch mitnehmen. Ja, ihr habt schon ordentlich Punkte. Außerdem ist ja ein bisschen herausfordernder. Jetzt hat er mich nicht erwischt. Schön eingefroren. Yep. Ich lass den mal feststecken, dann kann er sich nicht mehr zurückkommen. War ich zu langsam. Tja, das wird bestraft, Trash Collector. Ja, da oben ist auch noch so ein bisschen Zeug zum Einsammeln und dann unten ist auch nochmal Zeug zum Einsammeln. Dann ist es schon wieder fast voll, aber ich habe glaube ich die Dailies, ist glaube ich heute eh kein Problem. Nee, richtig. Wie gesagt, heute sind leichte Sachen, also die man auch schön schnell kriegt, ey. Ja, das Wichtigste, dass du halt immer auf dem neuesten Stand bist mit deiner Ausrüstung. Dass du die wirklich alle voll gemacht hast. Mit Sigilen, mit Runen. Ja, habe ich null gemacht. Irgendwie die ganze Zeit wird mir Unexplored Map Sector angezeigt. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Weil, keine Ahnung. Ich meine, jetzt sind wir da drin, da ist es ja nicht mehr Unexplored. So, jetzt müssen wir hier runter. Boah, sammeln wir ordentlich noch. Ich nehme alles mit. Da sollst du ja. Und Waypoint. Und Herz. Und alles. Hier ist. Rechts von uns ist auch noch ein Waypoint. Oh, hier ist alles voll. Da hinten ist noch ein Aussichtspunkt. Oh, das ist echt eine riesige Karte. Vor allem, hier ist schwierig, Paul. Hier sollte man nicht runterfallen, sehe ich schon. Das ist eine schwierige Gegend. Du musst ein bisschen aufpassen. Insbesondere wenn die Jungs kommen, die den Bergbauanzug anhaben. Ja, der ist immer noch nicht tot. Der ist unverwundbar, das war ein zweiter irgendwie. Ach so. Und dann können wir hier hinten gleich runterspringen. Ich hoffe, dass wir springen können. Weiß ich jetzt nämlich auch nicht, ob da wann ich ein Level abgeben. Ich spring vor. Nö, kannst du machen. Okay. Tada. Sind ja auch schon welche, aber das sind keine Menschen. Nee, das sind halt nur Dings. Jetzt können wir nämlich hier weiter rumballern. Da ist einer, der irgendwie tot ist, den können wir irgendwie aufheben. Also wiederbeleben, meine ich. Können wir machen. Aber das, manchmal ist es so eine Kunden, die dumm in der Gegend rumstehen willst. Ah, okay. Naja, mein Gott. Vielleicht hat er hier gesehen, oh, da kommen welche, dann kann ich. Gucken wir mal. Werden wir gleich merken, wenn eine Nachricht kommt. Ansonsten mal einer, der dumm rumsteht. Der nach uns dann gleich wieder umfällt. Aber dippt XP. Komm, gleich, komm hier hinterher.
Oh, da geht's auch nochmal in eine tiefe Höhle. Wenn ich das richtig sehe. Weil hier hinten ist nämlich ein Verlies. Stimmt, da muss ich auch rein, ohnehin, um den nächsten Punkt zu... Ach, ich sehe ihn schon. Die sind ja sehr nah beieinander gerade. Ach, das ist hier ein Dungeon, oder wie? Genau. Ah, okay. Die waren wir ja auch noch nie drin. Also die haben... Von der haben wir noch viel zu tun. Wie ist denn, wenn du hier rumgehst? Ja, ich weiß, als wir hatten irgendwann mal einen Dungeon, glaube ich, gemacht. Das hat echt eine Menge Laune gemacht, weil die waren halt wenigstens mal anspruchsvoll. Die sind auch anspruchsvoll. Aber die waren halt schon wieder so anspruchsvoll, fand ich, dass es wieder ohne Vorbereitung fast gar nicht ging. Dass man jemanden dabei haben musste, der schon wie man es gemacht, genau. Ja, ja. Na gut, man muss sich die in dem Fall... Der Typ ist schon wieder gestorben, jetzt lassen wir ihn liegen. Ja, sag ich ja, das ist so einer. Bleib mal hier am Rand. Okay. Warum greifst du die? Achso, weil wir das voll machen müssen. Wir müssen das voll machen. Oh Gott, was ist denn nur los? Na, da ist ein Wagen gekommen. Die kommen da mit dem Wagen immer. Oh, ich hab so eine Bombe aufgehoben. Das wird ziemlich cool gerade. Bombe abgehoben, direkt auf die Typen geschmissen. Sehr schön. Kann man diese Wagen auch benutzen? Das wird ziemlich cool. Nee. Kannst Wagen du rein, runterfahren. Oder kommt der nächste Wagen. Und die fahren auch direkt wieder zurück, obwohl er eigentlich schon alle ausgeladen hatte. Ja, hier rechts kommt dann ein Aussichtspunkt. Ja, der muss mal hochklettern. Das ist da, wo du wirklich ganz böse springen musst. Okay. Also kein richtiges Sprungrätsel dann. Naja, Paul, ist ganz schön anspruchsvoll. Ja, meistens ist es eher so, finde den richtigen Punkt. Dann geht's auch schon. Also, ich stelle mich jetzt aber schon wieder an mit dem Dodgen. Das ging vorhin schon besser. Der Typ heißt Super Saiyan. Oh, da wird es nicht voll. Die kriegen wir auch so den einen. So, Wagen verschwindet wieder, wie immer. Weil ich nicht weiß, warum die Leute hier oben alle stehen, ey. Jetzt weiß ich auch nicht, ob hier irgendein Event oder so stattfindet, ab und zu mal. Muss man hier nach oben, wenn wir jetzt hier hochgehen. Siehst du die Massen da oben? Ah, da wird da bestimmt irgendwas sein. Ne, Massen, drei Leute. Aber da ist da bestimmt irgendwas. Ja, da ist eigentlich nicht. Die stehen da immer nur. Wo ich letztes Mal hier war mit einem anderen Charakter, war es auch so. Du kennst die ganze Welt schon auswendig. Naja, halbwegs. Natürlich nicht ausgesehen. Das hat nicht gefehlt. Irgendwie nicht so richtig das Timing raus dafür. Aber guck mal, hier ist auch so eine Tür. Ja, ist aber nix. Ja, da kommt auch gerade einer runtergesprungen. Vielleicht können wir mal fragen, was bloß da hingeht. Sesam, öffne ich. Auf geht's. Wir müssen jetzt. Warte mal. Das ist noch höher. Ah, hier, ja, stehen wir. Hier stehen diese ganzen Menschen. Na, guck mal, die stehen hier dumm vor dieser Tür rum. Ich wette, entweder geht die mal ab und zu auf oder. Komm mal mir hinterher. Warte mal kurz. Was denn jetzt? Frag die. Frag die, was da los ist. Okay. Naja, irgendeiner muss es ja wissen. Nope, kommt keine Antwort. Gut, dann nicht. Nicht sehr rätsam, die Jungs.
Aber vielleicht warten die da auch gerade nur das. Warte mal, Stop, wo bist du jetzt gerade lang? Ah, okay, alles klar. Zurückfall. Okay. Links? Links. Ey, das läuft da rechts, also rechts von mir. Das andere links. Nein, also schon hier. Zurück. Zurück, hierher. Guck mal. Hier zwischen. Das. Da geht's nicht hoch. Doch, ein Stück weiter noch. Da falle ich runter. Jetzt werde ich angeschossen. Großartig. Du willst mich nur in den Tod zerren? Ah, ne, okay, alles klar, der steht hinter mir. Ich muss erstmal diesen Typen hier umbringen, dann ist alles gut. Hab ich schon gemacht. Okay, so. Komm, wie bist du da hochgekommen? Warte, ich zeig's dir. Hier? Ja. Den zweiten Felsen. Und dann hoch. Oh Gott, und dann fällt man runter. Scheiße! Von unten, glaube ich, weiß nicht, ob du von. Kommst du hoch? Doch, ich hab's geschafft, nochmal hochzukommen. Alles gut. Auf den zweiten musste. Okay, alles klar. Gebt noch einen anderen. Abartig. So, und jetzt musst du hier drüben hochspringen. Mhm. Okay, soweit so gut. Und das hast du geschafft? Mit deinem komischen 3D-Schwindel? Ja. Bin selber erstaunt. Vor allem beim letzten Mal, beim ersten Mal schon, ne? Okay, nicht schlecht. Ich hätte das ja erstmal nicht mal gefunden, wo ich da hin muss. Nein! Da darf man nicht hoch. Doch, war richtig. Was? Okay. Ja, ja. Also ich stelle mich dann irgendwie ein bisschen an, hier hochzukommen. Du musst da. Aber das hat nichts zu sagen, vielleicht spring ich runter. Nee, ich hab's geschafft. Aber ich habe im Notfall noch diese Schrotflinte. Oh, das war ganz schön knapp gerade. Das ist nichts für Leute mit Höhenangst hier. Du bist doch nicht mehr oben. Okay. Da steht einer. Mit einer lustigen Frisur. Ach, sag bloß jetzt. Ah, ne, okay. Da drüben. Ja, das ist ganz schön Fingerspitzengefühl gefragt. Jetzt kommt das Schönste, kommt's ja alles noch. Nein! Oh Gott, ein Glück fällt man immer nur eine Stufe tiefer. Das wäre wirklich ganz schön brachial, da bis nach unten zu fallen. Yep. Das ist doch ein dummer Spruch. Oh Gott. Da bleibe ich jetzt sogar als dieser Azura an der Decke hängen. Okay, jetzt bin ich hier oben und? Muss zu mir rüberkommen. Zu dir. Sehr schön. So, jetzt laufen wir bis zum Ende. Puh, da fallen wir wieder komplett runter. Ja, wenn du Pech hast, ja, dann bist du aber tot. Zeig dir gleich. Okay. Guck genau nach unten, wo du springen, dass du wirklich auf die Plattform unter dir kommst. Okay. Sehr schön. Nee, ich war halt Krümel. So. Okay, aber hier waren wir vorher schon. Das weiß ich schon. Wollte gerade sagen, hast du wandelt eben, ey. Alles gut, alles noch gut. Okay. Ich find's sehr beruhigend, dass Herr Krümel mit dabei ist. Wäre cool, wenn er vorspringt. Ich glaube, sein Trigger würde mich sonst hier ein bisschen ablenken. Oder Jaguar oder whatever. Okay, hab's. Sehr schön. So. Ah, ich sehe es. Hier musst du aufpassen, aber. Ah, hier darf man nicht einfach nur so runterfallen lassen sich. Puh. Das ist ja wirklich schon fast ein Sprungrätsel, um da hinzukommen. Ja. Yep. Oh, jetzt bricht hier die Erde auseinander. Wollen wir den Veteran erst machen? Los, komm, wir machen den Veteran. Und wenn ich da nicht runterfallen kann? Ja. Oh Gott, ich komme hier nicht mal hochgesprungen. Mein Zwerg kommt nicht weiter. Jetzt müssen uns der andere Typ aber auch helfen, das haben wir, glaube ich, ein kleines Problem, oder? Ah, nee, so ein Veteran, mit dem anderen Charakter, da kommt noch ein her, glaube ich, welche. Mit dem anderen Charakter habe ich es auch schon immer geschafft, alleine. Okay. Hier ist nämlich eine schöne Truhe. Wo ist denn der Kollege jetzt hin? Oh, krass. Was passiert denn jetzt? Hilf! Der sagt, kommen andere noch. Mhm. Was ich irgendwie dumm finde, ich weiß immer nicht so richtig, ist das Feuer jetzt gut für mich oder nicht, weil eigentlich kommt da immer so ein roter Ring drumherum, wenn es schlecht ist. Oh, hier ist irgendwie Leck drin. Da ist er wieder. Alles gut. Ah, jetzt kommt er wieder. Okay, alles klar. Alles gut.
schön immer aufgeknüppelt. Das war schon. So, Truhe aufmachen. Ah, stimmt, die hätte ich jetzt schon wieder liegen lassen. Jetzt, lustigerweise hat das jetzt nicht als Event gezählt. Nee. So. Okay, weil das war jetzt auch kein Event, sondern einfach nur so random einen Veteran. Ah, Zeit zum Genießen. Yeah. Mensch, beim ersten Mal. Echt geil. Ja, und das, obwohl ich aus der Übung bin. Ja, und ich auch. Ich bin zwar nicht aus der Übung, aber Übung macht den Meister, ist wirklich so, ey. Aber ich es wieder beim ersten Mal gebraucht habe. Eine Woche, glaube ich. Oh Gott, okay. Wie, du hast quasi eine Woche jeden Tag probiert, hier hochzuklettern, oder was? Ja, ja, übertrieben. Okay, gut. So, jetzt gab's was. Light on your feet. Gut. Wo geht's jetzt weiter? Jetzt müssen wir wieder rechts runter irgendwie. Da ist das nächste Frostland Waypoint. Da ist auch nochmal so ein Point of Interest. Komm mir einfach hinterher. Ja. Da können wir auf dem Weg das restliche Zeug machen. Ich habe jetzt nur nicht aufgepasst, wo du runtergesprungen bist. Na, einfach gerade runter, oder? Immer okay. Stück für Stück. Die komischen Zylinder oder was das sind. Ja, ich hatte ein bisschen Schiss. Ich bin jetzt einfach vor den Viechern hier weggelaufen. Fertig. Interessiert mich auch nicht. Die können ja auch einfach aus dem Weg bleiben. Können wir jetzt eigentlich auch ignorieren, das haben wir ja schon voll. Nee, ich noch nicht. Achso, hä? Ja. Hab ich mehr von denen umgebracht oder was? Wahrscheinlich. Oh, ich bin gleich tot, ey. Oh, hä? Oh, wir werden von hinten die ganze Zeit noch angegriffen. Ja, deswegen, ja. Komplett verpasst. Tierisch aufgepasst. So, ich mal kurz. Ja. Diese Waffe mag ich irgendwie sehr, wo man so einen Purzelbaum nach hinten macht, wenn man die einsetzt. Ach so? Ja, hast du auch so einen Engineer? Nee, hab ich ja noch nicht. Ah, okay. Pass auf. Achso, hast du es jetzt voll oder müssen wir die trotzdem noch machen? Müssen wir noch machen. Okay. Wir können die, lass uns die hier vorne machen. Dann kommen wir wenigstens ein Stück weiter. Ja, hier kommen wir schon wieder die nächsten. Oh, was hat denn der da? Festive Golem. Weihnachtsgolem. Stimmt, Ghoulfest oder wie sich das hier bei Guild Wars nennt, ist ja dann auch der nächste, ne? Richtig. Das haben sie schon gesagt. So, lass uns hier weitergehen. Den Toten kannst du liegen lassen. Der fällt, ist gleich wieder tot. Hat gar kein Interesse wieder aufgeweckt. Guck mal, der ist übelst grün. Naja. Die brauchen wir nicht. Wir müssen, warte mal. Wir müssen rechts rum dann. Ich weiß nur nicht, ob wir da irgendwie durch. Eigentlich müssen wir wieder hoch, gell? Ja, deswegen. Wie kommen wir hier hoch? Ich könnte mir fast vorstellen, dass es da links hoch geht. Nee, links kommst du nicht hoch. Da ist nichts. Nicht? Aber das sieht aus wie so eine Art Fahrspielvorrichtung. Schon irgendwo oder hier rechts. Der müsste der letzte sein, der müsste voll sein. Boah, dauert der lange, ey. Nee, hat noch nicht erreicht. Auch noch einen. Naja, die kriegen wir schon auf dem Weg, da würde ich mich jetzt nicht drauf konzentrieren. Jetzt. Eine Sache. Ja. Der war. Okay, gut. Ja, wie kommen wir jetzt aus der Todesfalle hier? Ich meine, wenn da hinten dieser Punkt ist. Warte mal. Vielleicht gibt es da auch irgendeine Art Fahrstuhl. Oh, geil, was ist denn das? Ach, ein Mörser, okay, nevermind. Ich dachte, das wäre irgendwas Cooles. Wie bin ich denn hier hochgekommen, war? Das ist die Todesfalle. Deshalb sind die ganzen, die 11 Spieler da unterwegs gewesen.
Nee. Du bist doch wieder rausgekommen hier. Aber ich weiß jetzt nicht wie. Also da geht's nochmal in den Berg rein. Oh, waren wir da schon? Ja, da waren wir schon. Ja komm, dann muss es hier links sein, wo es auch so aussieht, als wenn es irgendwie hoch geht. Weißt du, noch nicht wie? Nee, nee. Ach, ich glaube, ich hab's. Folgt mir. Ah, hier hoch, genau. Hast recht, meine ich doch. Ich bin da hier runter hochgegangen. Oh, ich muss mich beeilen. Soll ich sie aufhalten? Nö, nee, komm schon. Ich muss nur anderen Skill nehmen. So, dann kann ich schneller laufen. Sowas hätte ich auch gern. Das fehlt irgendwie bei dem komplett. Ah, hast du nicht? Nö. Okay, ich kann hier... Jetzt müssen wir schon noch in diesen Berg reingehen, dieses Heimdals Last Stand. Das haben wir nämlich komplett ignoriert. Bin ich doch dafür, dass wir da noch reingehen. Ja, aber wir können von der anderen Seite reingehen. Okay. Ich glaube, ich jedenfalls. Okay, lass mich in Ruhe. Lass uns erstmal hier hinten durchgehen. Hier musst du nur ein bisschen aufpassen. Weil also wimmelt hier. Und hier, wenn wir hier nach sind, rechts hoch, Paul. Warte mal, hier schon. Ja, hier müssen wir hoch. Ich hab den Dodger jetzt voll. Lass uns erstmal kurz weggehen, damit ich mich wiederholen kann. Ach, da müssen wir auch noch rein. Oh Gott. Ja. Weil das ist der Punkt, der mir die ganze Zeit gefehlt hat für Zittergebirge. Das hat nämlich die ganzen Monate, Jahre übersehen, das Scheißding, ey. Sehr schön. So, warte mal, will mich kurz frisch machen. Mal den Penner hier erstmal abballern. Yeah! Uff. Ja, was ist denn hier los? Ich hätte gern so eine Sprungattacke, die ich bis vorhin hatte bei dem einen Ding. Lass uns mal kurz warten, Paul. Ich muss erstmal. Okay, ich dachte, du wärst schon wieder voll, sorry. Ah, da kommen ja schon wieder welche hinter mir, ey. Scheiße. Deswegen ist eine ganz beschissene Gegend. Hier musst du tierisch aufpassen. Ich hab den einen gleich, ich weiß nicht, ob der andere mal auf mich geht. So, jetzt. So, jetzt war keiner mehr da, warte mal. Kommt der nächste angerannt, geh mal aus dem Weg. Stell dich mal einfach hier an Brand oder so. Wir müssen eh Schaufler und Dings wegmachen. Dein Typ sieht aus wie so ein Final Fantasy Mensch. Na, jetzt war einer hier. So du bist so ein Gartentyp. Genau. Und deswegen Jaron von Kork Eiche. So, lass uns jetzt hier hochgehen, Paul. Wenn wir mal wieder auf Feuer gehen, ist besser. Der Turm, macht der uns was? Ja klar. Weil der stand einfach immer so ein bisschen sinnlos da eigentlich. Ja, der schraubt sich dann immer hoch, siehst du, und dann. Aber wenn er schön nah ran ist, dann passiert es, weil Solar kann er nicht schießen. Oder schießt er eigentlich selten. So, jetzt weiter hoch. Oscillator. Falls du das nächste Mal niedrig bist, sag mir, mach Healing Mist. Dann fällt mir vielleicht wieder ein, was ich machen muss. Okay. Oh, hier können wir Menschen rein. Ah, nee, doch. Oder vielleicht doch, ich weiß nicht. So. Der nächste. Also man kann dieses Tor hier auch kaputt machen, aber irgendwie passiert da nichts. Ah,
Ah, das ist hier nur ein Point of Interest oder ist hier auch noch irgendwas Sinnvolles? Hier ist nichts Sinnvolles. Du musst halt nur das Gebiet haben sozusagen. Warte mal, wir können hier ringehen? Da sind Munitionskisten drin, toll. Ja, das hatte ich vorhin versucht zu öffnen, aber da passierte nichts. Dann machen wir mal lieber den Kunden erstmal weg hier, wie er uns nervt. Bring das Tor. Der greift jetzt schon wieder an. Der scheiß Turm hier in der Ecke. Okay, doch, das Tor passiert was. Aber da kann man sich auch schön zurücklehnen dabei. Viel passiert da nicht. Ich kann nur einbrechen. Ich müsste so mit dem Luftschwall aufbrechen können. Ja. Eine effektive Art, dieses Tor zu öffnen, gibt's nicht. Komm, mach mal über die SWAT-Team rufen als Skill. Die Türme weg, die bringen wenigstens Punkte. Ordentlich. Ja, jetzt will ich aber schon mal wissen, was in diesem kleinen Ding hier ist. Sieht aus so ein bisschen wie so eine Gazebo. Eine was? Eine japanische Pavillon oder so. Hier drüben müht sich auch einer ab, ey. Ich glaube, wir hätten uns mal irgendwie Combined Efforts bringen müssen. Das sieht echt null. Vor allem, wenn wir es dann niedrig haben, ich werde dann kommt irgendwie respawn. Das ist so eine unsichtbare Mauer von den Devs eingebaut. Ich schieß mal weiter aufs Tor, nicht dass es irgendwie wieder sich zurücksetzt. Das ist für die, die schon alles erkundet haben, so. Die dürfen dann diese Tür öffnen. Voll. Hab's fast. Echt? Los! Letzter Schuss jetzt hier. Kicken, ob denn oben. Einfach so. Nein! Nein, geht wirklich auf, ey. Cool. Alter, hat aber nur 100 Jahre gedauert. War das drin? Gar nichts. Komplett leer. Warum haben wir die Tür aufgebrochen? Genau. Was können. Aber ich meine, ist jetzt hier hinten nicht irgendwie nee, was gewesen? Nein, da ist nichts. Aber hier war nicht mal ein Waypoint. Warum waren wir hier? Du brauchst. Warum hast du mich hierher gelockt? Paul, weil du den brauchst. Aber hier war nicht mal ein Waypoint. Nein, weiß ich ja. Aber? Um die Karte vollständig zu erkundigen, brauchst du diese Ecke. Ach so, ja. Das meinst du, da so weit bin ich ja noch nicht mal. Ja, aber das fehlt dir nachher und du findest das nicht. Ich habe das durch Zufall gefunden mit irgendeinem Charakter. Weil ja, ich gesagt okay, habe, gut, sehe ich ein. Ich bin ja, zigmal Zittergipfel, alle lang gegangen, alle Punkte gefunden und trotzdem sagt die mir, einer fehlt mir noch. Ach, der sagt ja aber wenigstens, dass irgendwas fehlt. Ja, ja, da fehlt in dem Gebiet fehlt noch ein Punkt. Obwohl er eigentlich ja kein Punkt ist, deswegen habe ich mich jetzt so irritiert, aber wahrscheinlich muss man den trotzdem mal erkunden. Gut. Angenommen. Und das, angenommen. Und das wollte ich dir ersparen. Weil der ganze. Das ist ein bisschen sinnlos, dass man das mit jedem Charakter auch nochmal neu machen muss. Also, wenn man so sich danach fühlt. Musst du ja nicht machen. Den brauchst du nicht machen mit jedem Charakter. Also, ich hätte eigentlich nicht mehr reingehen musst jetzt. Weil es ist egal, mit welchem Charakter du das machst. Hauptsache, man hat es einmal gemacht. Genau. Okay. So, jetzt muss ich erstmal überlegen. Ja, lass uns mal hier reingehen. Oh, hier ist auch ein Vista wohl. Ja. Kommst du mir hinterher? Wie auf die Mauer. Wo ist denn das Vista? Vielleicht kann man es von außen sehen. Nee. Ups. Hast du gesehen? Bist du draußen schon? Nee, nee. Bin hier auch noch am Rumschwirren. Oh, jetzt stehe ich drauf. Ach, da unten ist es. Okay, alles klar. Tada! Vista geschafft. Sehr schön. So, überlege gerade mal. Wir gehen. Na,
gibt es auch schönere aus. Wobei, schon so ein geiles tibetanisches Bergkloster fast. Wir müssen jetzt nach innen. Wieder auf dem Innenhof. Mhm. Ja, ich wollte von außen die Wand wieder hochkraxeln. Nee, geht nicht. Du musst runterspringen und durchs Tor wieder gehen. Ich habe einen Boulder Asura. Dann mal gucken, ob wir repariert werden müssen. Wir waren ja schon mal tot. Kostet ja nichts mehr. Vielleicht. Ja, ich ja. Wie, das kostet nichts? Kostet nichts mehr. Früher hat es Geld gekostet. Okay. Was sind das jetzt alles? Die arbeiten für nichts. Was sind wir hier? Sozialismus oder was? Ja. So, irgendwann verkaufen. Schreibst du meinen Beistand zur Gesellschaft? So, jetzt kann ich mir das Schmarrn verkaufen oder irgendwas. Richtig, damit du wieder Platz hast. Naja, so viel hat sich hier nicht getan. Das passt schon. Das kann ich auch alles. Upp. Ah, 6000 Karma. Kappa. Keine Ahnung. Passt schon. So, kann man nachher machen. Hier stimmt, hast recht. Hier geht's ja jetzt noch weiter. Und ja, wir müssen hier lang gehen, weil hier hinten ist ein Vista. Den kommt man nur von hier hinten rein. Okay. Ich habe übrigens meine Dailies immer noch nicht voll, erstaunlicherweise. Was fehlt denn dir? Event oder Gatherer? Ich bin jetzt voll der Mega-Meister im Ausweichen. Wenn so einzelne Gegner kommen, wenn Horden kommen. Warte mal. Komm mal hier lang. Wieder schon den Geheimgang verpasst. Ja, der ist nicht weiter schlimm, aber es ist ein ich finde es schön. Das macht es so interessant. Also das ist halt echt, finde ich, das, was mir am meisten gefällt bei Guild Wars, dass die Welt halt so schön von Hand gearbeitet mit so vielen kleinen Verstecken und so ist. Ja. Ich meine, jetzt hier in dieser komischen Eiswelt, naja gut. Jetzt war es ein bisschen voreilig, ey. Oh mein Gott, ich bin drei Viecher da. Das ist eine Herausforderung. Schub die eine weg. Schubst du weg. Machst du blind. Wie gut ist. Knöpfen wir uns den Bergkorn hier vor. Das ist eh nur verkleideter Bösewicht. Der wäre auch damit durchgekommen, wenn es nicht für uns Kinder gewesen. Bin schon wieder eingefroren, ey. Ja, ich auch, aber diesmal. Ich glaube, mein Typ hat noch irgendwie weitergefeuert. Das ist wieder so ein Pinguin. Wie lange das auch anhält. Es wäre cool, wenn es bei Magica wäre, dass man sich einfach irgendwie so wieder enttauen könnte, wenn man einen Feuerspray benutzt. Ja, das wäre stimmt. Das wäre echt cool. Würde es halt noch dynamischer machen, die Kämpfe. Dann müssten sie aber halt auch mehr mit den Elementen arbeiten. Wow, hier sind ja alle tot in der ganzen Gegend. Ich sehe hier nur Totenköpfe. Die sind unten tot. So, jetzt musst du mir hinterherkommen. Boah, warte mal, geil. Ich muss mal kurz hier die Aussicht genießen gerade. Das ist ein riesen Wasserwerk oder so. Kommst du mir hinterher? Ja, ist hier auch ein Vista. Naja, deswegen müssen wir ja hier lang. Alles klar. Anders kommen wir nicht hin. So, jetzt kannst du dir die Ruhe angucken. Ja, das sieht ja noch besser aus. Finde ich gut. Ziemlich echt geil. Vista. Ja. Und vor allen Dingen ist es ein riesiges Fass. Weißt du, was geil wäre, wenn es einen Endgegner gibt, der dann irgendwie plötzlich angerannt kommt, sich so ein Fass schnappt. Mann, hab ich heute Durst. Okay, gut. So, jetzt müssen wir uns einen Weg suchen und runter. Das waren jetzt übrigens alle Vistas. Das heißt, warte mal, jetzt fehlen mir noch 4 Points of Interest und 2 Waypoints und 2 Tasks, also 2 Herzen. Na, mir fehlt noch ein Vista. Das ist der in der Mitte. Der ganz große, in Dostojew-Himmelsgipfel da. Okay. Also der schwierige, wisst. Da waren wir schon mal irgendwie. Ja, du warst da schon. Ja, also hier ist noch ein Herz auf jeden Fall. Wir haben irgendwie komplett dieses eine, die Firebase da in der Mitte vergessen. Also ich sehe schon 2 von den 4 Waypoints, die mir fehlen, von den Points of Interest, die mir fehlen, sehe ich schon instantan. Ja, und den Fertigkeitspunkt, den müssen wir hier drin machen. Wir müssen jetzt hier runter erstmal. Okay, gut. So, lass uns mal. Es ist schon gut, wenn man so einen Stadtführer hat.
Gott, fast gestorben. Ja, ich aber auch. Oh, ich lande mal auf diesem äußerst sicheren Stachelding da unter mir. Warte. Genau getimed? Oh, fällt man durch. Zur Not kann ich dich heilen. So, müssen nämlich jetzt hier hinten lang. Und zwar lass uns hier, Vorsicht hier, die Minen nicht zu dicht rangehen. Mach erst die Gegner platter in der Nähe. Ja, aber kann ich die nicht über die Minen locken? Nee, denen passiert nicht, nur uns. Ja, sicher. Wie es gerade passt. Oh, ah, shit, hätte ich gar nicht erwähnt. Nee. Naja, egal, gibt bestimmt auch irgendwelche Punkte für irgendwas. Ah, okay, ich wollte mal ausprobieren, was die Minen machen. Achso. So gefährlich können sie ja schon nicht sein. Oh, mal eben Hälfte Lebenspunkte abgezogen. Gut. Soweit, so gut. Oh, geil, wenn man jetzt lootet, dann lootet es ja alles aus der gesamten Gegend. Ja. Okay, jetzt. So, jetzt machen wir den Tunnel hier platt. Und dann heilen wir die Jungs hier. Ich mach den erst, oder? Ja, machen wir den erstmal platt hier, dass wir die Runden frei haben. So, jetzt können wir das Ding hier vorne frei machen. Ups. Den ja, dieser Tunnel, der braucht halt schon so ein paar Schüsse, aber ist nicht ganz so schlimm wie diese Tür. Also diese Tür war ungefähr stärker als ein Endgegner. Ja, wie gesagt, ich hab letztes Mal aufgehört mit der Tür. Und das hat mich einfach nur genervt. Geben wir mal diesen Typen auf. Oh, dafür gibt's bestimmt. Ja, klar. Richtig. Natürlich gibt's dafür auch Punkte. Alles muss belohnt werden, selbst wenn man seine gefallenen Kameraden aufhebt. Naja, das ist doch, finde ich, fair. Aber die können uns jetzt auch helfen. Richtig. Geiles Schild. So. Oh, warte mal, ich muss mir dieses Sonic Rifle holen. Shoot the gun, smash a phone with the rifle. Okay. Na, du bist schön in die Dings reingelatscht, na klar. Stück nach vorne. Cool. Hab ich jetzt diese Mega-Gun. Die können wir auch einfach umgehen. Oh, ups, der hat mich ganz schön zurück. Oh nee, okay, hinter uns. Oh, ich bin fast tot. Ah, jetzt wird's nochmal spannend hier. Endlich. Zeit wird's auch. Jetzt müssen wir in der Nähe von deinem komischen, von deiner Pflanze hier sein. Genau. So war groß in der Kreis. Das magische Gras der Heilung. Den magischen Gras. Ah, diesen Turm, wir hätten uns mal näher an dem platzieren können, dann wäre das ja auch gar kein Problem gewesen. Spannung. So, jetzt lass uns hier ringehen. Nee, warte mal. Ah, okay, ich sehe schon, wo du. Warte mal, ich muss jetzt mal gucken. Na, irgendwie schon, würde ich sagen. Ja, aber wir müssen hier ziemlich schnell sein. Erstens kann der Kunde ziemlich viel ab. Und zweitens kommen noch viel, viel mehr Gegner. Okay. Aber es ist ja jetzt hier keine irgendwie High-Level-Gegend oder irgendwas. Nö, aber wie gesagt, ich finde die Schaufler sind ziemlich stark. Ja, du spielst ja sonst alleine. Ja, ich bin ja über Pro mit. Kann auch eine Rotation spielen. Links, rechts. Rechts, wollte gerade meinen. Ja, okay, die sollten wir halt jetzt schon vorher ausschalten. Wenn da gleich ein Skillpunkt kommt. Oder ist das so einer, wo man sich bloß konzentrieren muss? Konzentrieren. Schön geblindet, erblindet. Okay. Fertig. Oh, Veteran. Ja, den müssen wir vorher noch platt machen. Oh, der ist irgendwie. Den kann man nicht erblinden lassen. Nee. Aber grillen können wir. Okay, cool. Ah ja, das ist wieder nur so eins, wo man sich da vorstellt und. Ja, das klappt aber halt nur, wenn halt keine Gegner da sind. Das ist das Dumme. So, das war die letzte davon. Vor allem musst du den richtigen Weg finden, ne? Oh,
Warte mal, jetzt kann ich mir irgendwelche Skills aussuchen. Was ist da sinnvoll? Toughness? Ne, Power und... Oh, hm. Ich weiß nicht, vermutlich ist es auch egal. Na, egal ist es nicht, aber... Toughness, Power, Vitality. Ich weiß halt nicht mehr so richtig, was ich irgendwie da gelevelt habe. Ich nehme einfach mal irgendeins. Seal of Soldier. Passt. Oh, hier ist übrigens gerade ein Boss aufgetaucht. Ah, der ist weiter weg, da kommen wir jetzt nicht ran. Nee, nicht da lang, Paul, hier lang. Oh, ja, warte mal, ich hatte gerade Map-Ansicht auf. Wir laufen einfach wieder komplett durch. Oder? Aber wie weit gekommen sind? Ja, ich meine halt, Krass, hat er gerade mit der Ratte gekämpft? Ein paar Punkte brauchen wir noch, aber die können wir auf dem Weg jetzt machen. Eben. Da würde ich mich jetzt wieder nicht drauf konzentrieren, die passieren von komplett alleine. Oh, da rechts geht's auch noch irgendwo hin, wo wir noch nicht waren. Aber ich wollte erstmal den Punkt hier oben noch mitnehmen. Hey, wo willst du denn hin? Was denn? Und was machst denn du? Kämpfst du? Ja, klar. Bring noch was mit. Du bist so nett von dir, ey. Oh ja. Ich heile dich dann auch gleich. Ich hab mich geheilt. Dann frieren wir den mal ein, den hier. So, easy peasy. Alles wieder hochgeheilt. Was? Und wir haben auch schon. So, fertig, Herz voll. Ja, meins auch. Perfekt. So, jetzt gehen wir hier hinten hoch, um den Dings zu holen. Genau, da war ich halt schon gerade auf dem Weg. Ja. Voreilig vermutlich. Und dann müssen wir dann hab ich halt rechts noch so. Richtig, genau. So ein bisschen aussehen, genau. Als wenn sich da was verbergen könnte. Ja, da ist auch noch eine schöne Sache. Was ist denn nun los? Eigentlich müsstest du bald wieder aufsteigen, ne? Oder bist du gerade... Kann sein, dass gerade was passiert ist. Ich hab's nicht mitgekriegt. 58 bist du jetzt. Ich hab nicht aufgepasst, wie wir angefangen haben. Wäre möglich. Ja, ja. So, jetzt lass uns hier runterspringen. Wie weit ist mit deinem Event? Na, wir haben ja kein Event weiter gemacht, also... Na, brauchst du noch welche? Na ja, klar. Hier oben ist noch mein Herzler. Ja, da müssen wir eh hin. Gatherer könnte ich halt auch sonst weitermachen. Gut, aber was muss ich machen? Irgendwelche Stones, Blood, lesen, dann... Ja. Irgendwie Priorei, Leute erkunden... beschützen. Und gut ist. So, das war der letzte Waypoint, mein Freund. Jetzt fehlen halt noch 4 Points of Interest, wie wir die verpassen konnten, weil... hier oben ist Edmund. Lass uns Edmund finden. Edmund und Arctodus. Also da ist schon mal einer, da ist der zweite und fehlen immer noch 2. Hä? Das ist mein Ziel für heute, die noch zu finden. Dann die sind hier hinten. Wo? Der Akten. Mal gucken, ob wir den schaffen. Der ist hier oben auf dem Berg. Siehst du da vorne den großen Baum? Ja, klar. Ah, warte mal. Dieses Vieh? Nein. Nee, das ist es nicht. Das muss irgendwas Geileres sein. Nein. Jetzt müssen wir rechts hoch. Ja. Na, warum sagst du, da siehst du das Riesenvieh? Nein, damit du weißt, wo du lang musst. Ach, nee, wir können Edmund heilen. Genau, jetzt müssen wir Edmund heilen. Und da oben ist der... Ah, und dann geht Edmund hier das Monstervieh jagen. Perfekt. Genau. Die Antilope. Nee. Arctoros. Da ist das der Arctoros. Da ist nicht weiter. Weißt du, an was mich das erinnert? Das Vieh ist so ein bisschen. Kennst du Legend of Korra? Nee. Das ist quasi der Nachfolger von Avatar Aang. Ach so? Nee, ich kenne ihn nicht. Und das ist ein Mädel und die reitet auf so einem halb Wolf, halb Eisbär. Und genauso sieht dieses Vieh auch aus. Wie so halb Wolf, halb Eisbär. Oh, oh, ich.
das habe ich, den Klebstoff habe ich ein bisschen zu spät gesetzt, ja. Ja. Aber ich glaube, dieses eine Vieh wird jetzt auch nicht so der Monster-Gegner sein. Insbesondere, wenn ich es erblinden lasse. Oh ja, oh ja. Das finde ich so eine also richtig schön beruhigende Animation, wenn dieses Ding den auf den Kopf fällt. So, das gehen wir nochmal mit Edmund mit. Okay. Schade, dass es keine Folgenfunktion gibt. Was hat hier jemand gepostet? You better take this, son. Gut, schau ich mir mal an. It was 2 Builds. Oh, besten Dank, Superstar. Das schaue ich mir mal an. Aber ich habe halt null Plan von irgendwas. Ich spiele immer alle Jubeljahre mal Guild Wars 2. Dann lasse ich mir von meinem Vater erzählen, was ich machen muss. Aber hier sind ein Haufen Builds. Und perfekt, die sind sogar nach Aufrufen sortiert. Okay. Das heißt, ich kann quasi gucken, was die meisten nehmen. Und ich glaube einfach an Schwarmintelligenz anstatt Dummheit. Und dann müsste es passen. Können wir den eigentlich auch heilen, den Kollegen? Weil der ist schon wieder ziemlich niedrig. Naja, jetzt passt, kommt eigentlich kein Gegner mehr groß. Achso, okay. Ich mach mal da vorne irgendwas heilen und mäßiges. Und das hat sogar gereicht. Wir müssen einmal, von alleine. Einmal um die Ecke und dann sind wir schon da. Ah, toll. Kein Wunder, kriege ich meine Daddys nicht voll, wenn ich das alles hier liegen lasse. Mhm. So. Yeah, Daily Events. Done. Was fehlt dir jetzt noch? Ne, das war's. Also, das war das Daily. Jetzt steht sogar für Monthly was da. Completion ist 25%. So locken die ein. Weil ich habe jetzt schon ein Viertel voll. Ist ja quasi nichts mehr. Von da an von geht's was? Ja nur noch bergauf. Von was denn? Von na, weiß nicht. Monthly Completion ist. Ah ja, stimmt. Diesen Monat waren monatliche drin. Gut, Puzzle Jumper ist da sogar mit dabei. Hm, naja, ist mir alles ein bisschen zu hoch. Oh, weißt du was? Ich habe gerade noch einen Point of Interest gefunden, den wir noch nicht gesehen haben. Na los, geh hin. Ich glaube, fuck, das eine Herz fehlt aber trotz allem noch. Das haben wir irgendwie komplett liegen lassen. Wollen wir dann noch zurückgehen? Können wir machen. Weil wir jetzt unbedingt diesen einen Boss machen wollten, gell? Richtig, damit du den voll kriegst. Gut, und dieser Pine Soul, dieser wandelnde Baum? Kannst du kann abschießen. Der was Tolles? Ist der irgendwie besonders? Nö, schießen ab. Okay. Ja, eigentlich lieb, ne? Musst du nur ein bisschen dodgen, sonst bindet er dich fest. Ja, hab ich glaube festgestellt. Ich bleib einfach drin stehen. Naja, er ist ja zu mir gekommen. Ja, warum gehen die eigentlich immer auf dich? Irgendwie gehen die fast jedes Mal auf dich. Ich dachte, das Angry-Ziehen ist irgendwie ein bisschen zufälliger. So, okay. War jetzt kein großer Gegner irgendwie. Nö. Hätte ich ihn auch ärgern können, wenn ich hier einfach diesen Baum fälle vor seiner Nase. Nee, das passiert nichts. Hier draußen ist übrigens ein Steinpaul zum Lesen. Ah, okay, die habe ich komplett ignoriert. Ja, war mir schon klar. Wo? Hier. Wo? Wo? Ach, da, okay, weil du gerade. Da bin ich ja noch nicht mal vorbeigelaufen, du hast nur so getan. Hm, Suffkopf. Okay. Jetzt kommen aber Viecher. Fire Imps. Oh Gott, ich habe eine Eule umgebracht. Ich hab diesmal richtig Glück, ey. Und unten ein verdammtes Reh greift mich an, natürlich. Auch noch das lokale Wildleben umgebracht. Oh, Bambi. Oh, guck mal, Bambi brennt. Du kriegst aber keine Punkte für, weißt du ja. Doch, da gibt's ein Achievement für Kritter umbringen. Nee, ich hab nicht mehr so gelacht, seit Bambis Mutter gestorben ist. Okay, das war jetzt ein so dummer Stein und dafür brauchen wir noch ungefähr 120 mehr. Ah, nee, okay, gut. Bin fast durch. Ich bin vergiftet, natürlich.
Da hinten ist wieder einer. Ah, Steuerung muss ich drücken, damit die mal angezeigt werden. Oh, jetzt zeig ich mich. Erste Mal, dass ich was falsch gedrückt habe. Die Rest waren alle gut. Na, ein paar Feuer-Imps. Ja, du hast ja nichts, nicht so eine Eule auf deinem Gewissen. Ich zeig dir mal einen schönen noch. Mann, folge mir. Damit du wieder ein bisschen was Herausforderndes hast. Wieso? Jetzt passiert was Geiles, oder wie? Noch nicht. Lass mal gucken. Ob hier auch innerhalb. Oh, ich hab grad ein Ziel markiert. Ja, ich staune. Lass uns das über. Das war auch aus Versehen eigentlich, ja. Mit T, glaube ich, ne? Nö, ich habe irgendeinen Steuerung-Klick und dann Rechtsklick auf das Vieh gemacht, weil ich gerade Steuerung geklickt habe, um diese Steine zu erkennen. Weil sonst laufe ich ja hier blind durch die Gegend. Oh, ich habe das erste Mal geklickt und es ist nichts Schlimmes mir passiert. Ich wurde vergiftet. Na. Und das war's auch schon mit meinem Glück, ja? Ich bin voll. Wie, sag bloß, du hast das Herz jetzt voll. Ja. Hä? Wie ging das so viel schneller? Paul, ich habe... Beschleunigende XP. Na, ich krieg doch mehr XP als du. Echt? Naja. Das haben wir bis jetzt noch nicht gemerkt, also... Halt ich für ein Gerücht. Nee, doch. Muss man bei meinem Charakter reingucken. Aber guck mal, ich habe jetzt schon wieder die Hälfte vom Level geschafft. Ziemlich erstaunt. Oh, hier ist ein großer Headstone. Naja, mach mal. Und der Typ... Warte mal, ich spreche mal erstmal mit. They might be dangerous if read incorrectly. Naja, zum Glück bin ich der größte Leser überhaupt. Oha. Das ist ein kleiner Feuer-Imp. Weil ich einmal noch unterstützt. Ah ne, das sind Gegner. Oh, oh, oh. Oh, der ist unverwundbar. Oder ist er nur mit Feuer unverwundbar? Der ist nicht unverwundbar. Hä? Mir hat's gerade gesagt, der ist unverwundbar. Aber wir machen erstmal seine Händlinge hier weg. Ja. So, easy peasy. So weit, so gut. Oh, jetzt kommt hier einer dazu, cool. Es ist vermutlich nicht so sinnvoll, dass ich ein Feuer mit Flammenbällen angreife. Ach. Jetzt belebe ich ihn wieder. Ah ne, doch nicht, das war ein anderer Typ. Alles gut. Beleben wieder die Punkte, für dein Herz. Ah, perfekt, jetzt ist es voll. Na. Weißt du doch. Warte mal. Regard Lodge. Okay, das haben wir ja schon gesehen. 1, 2. Ich hatte doch... Ah, hier oben ist das. Ja, da gut, da müssen wir halt noch fix hin. Da müssen wir nach Süden. Und ich wette, der letzte ist dann in diesem Heimdals Last Stand. Könnte ich drauf wetten. Also erstmal nach Norden. Folgen Sie mir. Ja. Folgt mir nicht. Ich hab mich verlaufen. Ja, ich merk schon. Ich wollte da runterspringen, aber es hat nicht geklappt. Nein, es funktioniert nicht. Hasse unsichtbare Mauern. Oh, heute sind wir alleine hier, ey. Ist es irgendwie ein Contested Territory oder so? Nein. Bei dem jetzt hier so ein komischer blauer Kreis kam und. Nee, steht da, du musst verteidigen. Das ist halt das Gebiet, was du verteidigen sollst. Ja, dann ist es ein Contested Territory. Ja. Das wäre, glaube ich, die Definition davon, ja. Okay. Ups, ich bin gestorben, ich habe nicht aufgepasst. Hilfe! Was geht denn? Okay. Alles gut, wieder am Leben. Menschen kommen, um zu helfen. Es war aber jetzt echt nur, weil ich nicht aufgepasst habe, wie niedrig ich eigentlich schon war. Ja, jetzt fix denn. Ja. Ein bisschen aufpassen muss man halt schon, aber es ist halt, weil der Schwierigkeitsgrad auch so ein bisschen all over the place ist, weil es immer mal total easy, dann kommt wieder irgendwas und. Oh, ja. Dafür gab's. Gab's dafür was oder gab's es schon vorher? Wir sind doch noch nicht fertig. Ah, okay, das ist ein Event. Ja.
Ah ja, gut. Dann nehmen wir das noch mit. Ach, du musst die Guards wiederbeleben, sonst passiert dir nichts. Nee, brauchst du nicht, aber wenn wir alleine sind, ist mir das lieber. Okay, gut. Komische Elixierkanone, was ich hab, die ist doof. Gefällt mir überhaupt nicht. Bringt nix, ne? Nee, nicht so wirklich. Okay. Ah, da kommen die nächsten angerannt. Frisches Futter. Getan. Schießt du den immer weg? Ja. Hat gerade mega funktioniert. Oh, von hinten kommen sie ja wieder. Ja. Hat gerade echt cool funktioniert, weil er kam gerade auf mich zugestürzt. In dem Moment habe ich ihn schön weggedrückt. Also manchmal macht das Combat-System echt Spaß. Also das ist manchmal eigentlich schon ziemlich geil. Wenn man ihn so mitten in einer Attacke erwischt. Ja, wie gesagt, mit dem Wegschießen finde ich echt doof. Ja, weil das für dich ist es dumm. Ja. Wenn du halt aus der Reichweite rausgehen und ja, so. Wenn du alleine spielst, ist das in Ordnung. Aber wenn Dings hier, genau wie die Waldis, wenn sie dann immer alle Tiere aus der Schussweite schießen, ey. Das nervt echt. Waldis. Nächste Runde. Jeps. Voll. Oh, der wird instantan neutral in dem Moment. Ist ja auch lustig. So, was macht man eigentlich mit diesem ganzen Karma-Zeug? Das kann ich irgendwie eintauschen gegen irgendwelche tollen Dinge, ne? Karma? Na, dieses lilane, pinke. Der trinkste? Ja, ja, klar, aber ich meine, manchmal. Ach so, ja, ja, ja. Es gibt Karma-Händler, nachher, insbesondere brauchst du das, wenn du in einem 80er-Gebiet bist, da kannst du dafür Rüstung kaufen. Okay. Rüstung und Waffen, da habe ich im Prinzip mein ganzes Karma ausgegeben, weil Geld hat man ja noch keins. Und dafür kannst du im Prinzip deine erste Ausrüstung, deine erste exotische Ausrüstung kaufen. Okay. Wo lang müssen wir? Hier runter? Mehr oder weniger geradeaus auf diesen, ja, who knows. Hier so recht hoch halt, keine Ahnung. Weiß nicht, ob man hier hochkommt. Da kommst du nicht hoch. Pah, denkst du. Aber mega, und hier gibt's 100.000 Sachen zum Einsammeln, die ich gar nicht haben will. Hä, alle mitnehmen. Ich hasse einfach Bäume. Und Schneeeulen. Paul, du brauchst das alle. Ich will das Spiel nur spielen, ich will hier nicht irgendwas hingesammelt. Oh Gott. Na, du willst, ich hab aus Versehen den Baum angegriffen. Du willst der Handwerker werden. Ich will kein Handwerker werden. Damit du deine eigene Rüstung herstellen kannst und dich das nicht kaufen musst. Wieso? Das kauft es ja meistens besser, oder? Denn so viel Geld hast du aber nicht. Also die kauft es nicht besser, das ist das gleiche, was du herstellen kannst selber. Also irgendwie, ich glaube, diese Rehe hassen auch Bäume. Die hat einfach gerade den Baum angegriffen. Nee. Mir nichts, dir nichts auf den Zugerannt. Das warst du. Quatsch. Doch, du hast ihn angepiekst. So, war hier oben irgendwas? Na, hier oben ist nichts, glaube ich. Da, da, da. Ah, hier hinten ist einer. Die große Weite. Die große Weite? Mm. Das ist eine Frau mit breiten Becken. Ja, Zucchini. Boah, geil. Der Arctodus hat gerade einen Reh angegriffen. Und das Reh hat ihn fast umgebracht. Das Rambo-Reh. Jetzt. Das sind drei Reh. Jetzt machen sie fertig, Paul. Guck mal. Mega! Stirb, Arctodus! Und tot! Genau. Wäre geil, wenn die Rehe zu hingehen würden und ihn auffressen. Aufspießen, auf der Hörner nehmen. Gut, diese Schneeäule, ich will eine fangen und behalten.
Okay. Da musst du so, Waldi das war werden. Nummer 1. Versteht Nummer 2 ihr? Ist hier unten. Warte mal, wie male ich? Ich habe es markiert, aber ich weiß nicht, wie ich male. So male ich. Also wir laufen quasi so... Uah, was habe ich gemacht? Dinge. Dinge sind passiert und mein Mensch drückt. Ah, ich habe es im Chat markiert. Okay. Ich falle und kann ich mir aufhören, mich zu bewegen. Okay, stop. Gut. Das war gerade ein bisschen verwirrend alles. Ja, ich habe schon gemerkt. Dann lass uns da hinlaufen. Okay. Ja, warte instantan. Ich muss nur noch das Gold hier einsammeln. Man sollte kein Gold liegen lassen. Dann boah, da oben kämpft der übelste Flammenmensch. Ach ne, okay, Jotun. Ist eigentlich nur so ein ganz normaler Typ. Ha, guck mal, die drei Rehe. Die bewegen sich komplett synchron. Ja. Sieht so aus, als wenn die sich gegenseitig am Arsch lecken. Es sah gerade so aus aus dem Winkel. Oh, weia. Ja. Bin ich jetzt irgendwie falsch gelaufen oder läufst du einfach woanders lang? Ah ne, du bist schon weiter als ich. Fertig. Richtig. Okay, muss, den Punkt hatte ich schon. Na, die hatte ich ja noch nicht, Paul. Ja, ich muss jetzt da unten zur Grey Road. Was fehlt denn dir überhaupt noch? Na, warte mal, ich hatte doch... Den Vista fehlt dir da immer noch. Nee, Vista habe ich alle. Hä? Vista ist... Nee, Ena muss dir fehlen. Nee. Na klar, wo wir letztes Mal gesucht haben. Ich habe alle Vistas. Ich hab, vielleicht habe ich das beim letzten Mal dann noch irgendwie alleine gemacht. Ah, okay, alles klar. Ich habe gerade das eine Ding markiert. Drum kann ich es natürlich dann nicht mehr sehen. Ja, okay. Da müssen wir jetzt hin, ne? Jo. Da latschen wir jetzt einfach nur durch. Ich habe keinen Bock, mich jetzt mit irgendwelchen Minotauren oder sonst was anzulegen. Ja, genau. Kannst du mich schon mal schön Leine ziehen? Ja, zieh mal noch deine ganzen Kumpel mit. Vorne ist jetzt, wo komme ich jetzt nicht rein? Bescheuert. Ich komme nicht rein. Wer ist zu, die Tür? Also, ah, das wäre jetzt wirklich... Können sie nochmal aufschließen, ne? Ah, okay. Hier alles klar. Das ist, weil das irgendwie erst nicht unser Gebiet war, nehme ich mal an. Keine Ahnung. Jetzt kommen hier die nächsten Kollegen. Aber wir müssen jetzt weiter nach unten. Erst dann das nächste. Da muss ich auch noch rein. Und dann, wette ich, ist der letzte Punkt in diesem Berg, den wir uns aufheben wollten. Ja, naja, da muss einer sein. Da ist ja auch einer. Achso, naja, dann, warum haben wir den Berg liegen lassen? Und warum komme ich nicht in das Fort rein? Oder geht hier auch die Tür erst auf, wenn ich davor stehe? Ah ja, perfekt. Ja, klasse, ey. Was denn? Für dich bleibt sie zu. Für mich ist das Fehler auch vor der Nase zugegangen, ey. Du musst bis da ranrennen. Ah, guck mal da, Unexplored Map Sector. Na, dann laufen wir da mal hin. Jetzt ist es auch egal. Weil ich glaube, hier links geht es dann auch in den Berg rein. Richtig. Da wird mir nämlich auch was angezeigt. Und da ist dann auch der letzte Punkt. Ansonsten fresse ich einen Besen. Live on stream. Aber irgendwie, nee, so richtig geht es ja aber auch nicht rein. Das muss ein anderer Eingang sein. Oder ist der versteckt? Wo war denn bitte? Hast du eine Idee? Ich meine, wir haben ja vorhin schon einen Eingang gesehen. Warte mal. Ich glaube, es ist einfach hier drüben. Wir müssen von der anderen Seite rein. Hier gibt es nur einen Ausgang. Weil ja, auf der anderen Seite gibt es einen Ausgang, der ist ziemlich weit oben. Ich weiß nicht, ob wir von der Seite da reinkommen. Wir müssen hier lang. Okay, also doch. Ja, ja. Der andere Seite ist ein Ausgang, aber der ist so weit oben, ich weiß nicht mehr, ob wir da hinkommen, so einfach. Ich sehe es übrigens schon, ne? Den letzten Punkt, also glücklicherweise keine Besenfresseinheit. Okay. Und wir können einfach hier oben bleiben, hoffe ich. Ja, wir bleiben hier oben. Guck mal, hier wollen sie einen übelst herausfordern. Haben so einen Veteran und dahinter ist das Junges. Damit du das umbringst und dann ist es ohne Mutter. So. Ah ja, stimmt, ich erinnere mich, wir waren vorhin. Und alle Resource Nodes sind wieder aufgetaucht, aber ich habe jetzt keinen Bock, das alles einzusammeln. Ja, das ist komisch. Das war früher auch nicht. Entweder ist das ein Bug, normalerweise ist das nämlich nicht so. Na, wie oft tauchen die? Die lassen wir auch links liegen, ja. Gleich habe ich's. Gleich. Portobello Mushrooms. Halt ein paar Pilze.
Oh, hier ist ja sogar ein Chest. Yeah. Okay, jetzt müssen wir ihn doch umbringen. Na gut. Fliegst du halt gegen die Decke. Noch einer? Hab die Truhe schon aufgemacht. Okay, jetzt kannst du sie aufmachen. Naja. So, jetzt will ich hier noch hier rauslaufen und dann können wir Feierabend machen. Reicht für heute. War da jetzt irgendwas drin? Ah ja, doch ein bisschen. Na klar. Yeah, Map Completion. Was ganz viele gelbe Sachen. Ich wollte gerade sagen, du hast schöne Sachen gekriegt. Haben sie doch schön erhöht. Ich sammle noch die Pilze ein. Dann ist gut. So, dann können wir uns hier hinten in die Ecke stellen irgendwo. Sicher ausloggen. So, hier hinten tut mir keiner was. Da kommt keiner hin. Oder? Kommt irgendjemand hinterher? Kann sein, dass ich einen gezogen habe. Warte mal kurz. Ach nee, der kämpft mit dem Dings. Sehr gut. Er beschäftigt sich mit dem Jack. Richtig. Gut. Perfekter Punkt zum Ausloggen. Und Feierabend machen. Und aber immerhin die ganze Karte geschafft heute. Nicht schlecht. Ich fühle, als wenn ich was geschafft hätte. Erfolgserlebnis. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. So muss es sein.